nach 973 Minuten. Gerlit Barski, der letzte Punktgewinn seiner Mannschaft, der datiert vom 4. April. Damals spielte man zu Hause gegen GC 2:2. Der letzte Sieg, der liegt noch weiter zurück. Es war am 15. März. Damals siegte man gegen die Berner Young Boys völlig überraschend mit 3:1. Also die Liechtensteiner, die sind seit 2 Monaten ohne Vollerfolg. Stürmerfoul von Fakhreddin Galbi. Galbi, der Tunesier, der heute also zusammen mit Steinarsson für die Tore beim FC Vaduz sorgen soll. Allerdings, Galbi ist kein Goalgetter, hat nämlich noch kein einziges Tor geschossen in dieser Saison. Pascal Cerone hat ein gutes Spiel gemacht gegen Neuchâtel Xamax im Mittelfeld. Deshalb hat ihn Dietbarski erneut auf dieser Position eingesetzt. Da ist er wieder, Pascal Cerone, der Captain. Onie Kaciokonkwo und dann Hanuti Hinu. Für den FC Vaduz war ja in dieser Saison gegen den FC Zürich bisher kein Kraut gewachsen. Dreimal sind die beiden Mannschaften aufeinander getroffen. Alle drei Spiele konnten die Zürcher für sich entscheiden. Und das bei einem Gesamttorverhältnis von 13:1. Das zeigt nochmals deutlich auf, dass es heute eigentlich nur einen Sieger geben kann, nämlich den FCZ. Aber im Fußball kann es immer zu Überraschungen kommen und auf eine solche Überraschung hofft man natürlich im Fürstentum Liechtenstein. Jelit Warski, auch er plant bereits die nächste Saison und zwar in der Challenge League. Also auch der Trainer hat die Hoffnung auf den Ligaerhalt bereits aufgegeben. Dennoch soll in den letzten 4 Super League-Partien noch der eine oder andere Exploit gelingen. Das ist jedenfalls die Zielsetzung von Pierre Litbarski. Foulspiel an Alexander Alphonse, kommt zum Freistoß für den FC Zürich. Freistöße, eine Angelegenheit für Xavier Marquera. Zürcher, die ja nicht so stark sind auf Standardsituationen. Erst 16 Tore sind nach einem ruhenden Ball gefallen. Alphonse! Diesmal wird's gefährlich. Alexander Alphonse hat den Ball ins Außennetz. Gefährlich, der Freistoß von Marquera. Und via Prellball kommt Alphonse zu dieser Möglichkeit. Erste gute Chance für den FCZ in der 6. Spielminute. Alexander Alphonse, dem eine große Last runtergefallen ist nach seinem Torerfolg am Samstag gegen den FC Luzern. Hatte eine lange torlose Zeit hinter sich gebracht. Und Alphonse hofft natürlich, dass dank diesem Treffer der Knoten wieder gelöst ist. Dieses Bild kennen wir aus den letzten Auswärtspartien. Angelo Canepa, der sich immer mit dem Ersatzgoalie Andrea Guatelli unterhält. Aber Canepa selbst sagt, ich sitze auf der Spielerbank und spreche dem Trainer nicht rein. Der Sportliche ist die Angelegenheit von Bernard Chalons. Da will ich nichts damit zu tun haben. Das ist auch richtig so.
Freistoß Bruno Sutter. Johnny Leoni im letzten Moment kann er da eingreifen. Da haben Gaspar und Fakredin Galbi gelauert. Gar nicht ungefährlich, dieser Freistoß von Bruno Sutter. Da fehlten nur ein paar Zentimeter für Gaspar. Wäre fast an den Ball gekommen. Faduzza, die ja zuletzt praktisch nur auf Standardsituationen getroffen haben. 62% aller Tore sind den Liechtensteinern in dieser Saison nach einem ruhenden Ball geglückt. Also, da gilt es aus Zürcher Sicht aufzupassen. Dusan Djuric lanciert Adrian Nikci, ein Offside angezeigt. Etwas mehr als 7 Minuten gespielt. Immer noch 0-0 der Spielstand zwischen dem FC Vaduz und dem FC Zürich. Startphase ausgeglichen. Also der FCZ setzt die Marschroute von Jalland um. Nicht blind nach vorne rennen, sondern aus einer kontrollierten Defensive spielen. Bernard Jalland macht sich bereits eifrig Notizen. Der Trainer des FC Zürich in seiner zweiten Saison an der Seitenlinie beim FCZ will Jalland den ersten Meistertitel feiern. Das wäre natürlich der mit Abstand größte Erfolg in der Trainerkarriere von Bernard Jalland. Fakredin Galbi, kein Durchkommen gegen Onyekachi Okonkwo. Okonkwo heute vor der Abwehr spielend, nachdem er in den letzten Partien auf der rechten Außenbahn zum Einsatz kam. Heute muss Onyekachi Okonkwo den gesperrten Silvan Eggerter ersetzen. Willi Lampi, das ist Dusan Djuric und Erik Hasli. Okonkwo mit der Schussgelegenheit. Onyekachi Okonkwo fasst sich ein Herz und da fehlte nicht viel. Der Nigerianer im Team des FCZ. Herrlich die Ballstaffette, allerdings kaum Gegenwehr der Vaduzza Abwehr. Da ließ man die Zürcher gewähren. FCZ-Akteure hatten sehr viel Platz, um den Ball laufen zu lassen. Da müssen die Liechtensteiner unbedingt dafür besorgt sein, dass man näher bei den Gegenspielern steht. Denn wenn die Zürcher so viel Platz haben, um zu kombinieren, dann dauert es nicht lange, bis es einschlägt. Onyekachi Okonkwo also mit der zweiten guten Möglichkeit für den FCZ. Okonkwo, der allerdings auch nicht als Goalgetter bekannt ist. Einmal hat er getroffen in dieser Saison beim 3:0 Heimsieg gegen die Berner Young Boys. Damian Bellon rutscht im dümmsten Moment aus. Das ist Xavier Machera. Und dann Dusan Djuric gegen Gaspar. Immer noch Djuric. Hasli! Ball noch abgelenkt. Kommt zum Eckball für den FCZ. Herrlich, wie Djuric Gaspar umspielt und dann Erik Hasli, der ein bisschen in Rücklage gerät und deshalb den Ball nicht optimal in Richtung Tor bringen kann. Aber erneut, gute Chance für die Zürcher. Eckball kommt von Dusan Djuric, Kirschbaum greift daneben und der FCZ führt. 1:0 für die Zürcher, 11. Spielminute, Torschütze Erik Hasli. Endlich hat der FCZ auch wieder einmal nach einem Corner getroffen. 15. Saisontor für Hasli. Und für die mitgereizten Zürcher Fans hat sich der Ausflug bereits gelohnt. Da kommt die Situation nochmals. Hasli muss nur noch den Kopf hinhalten. Kirschbaum reklamierte noch ein Foulspiel. Allerdings, da wurde der Vaduzza Goalie nicht entscheidend gestört.
Das macht Hastli natürlich super. Kommt vor Kirschbaum an den Ball und hatte keine Mühe, den Ball im Tor unterzubringen. Erik Hastli. In der letzten Saison noch der Buhmann und jetzt mit 15 Saisontoren. So schnell kann es gehen. Es läuft alles nach Plan für den FC Zürich. 1-0 Führung nach knapp 12 Minuten. Viel besser kann man nicht in diese gar nicht einfache Auswärtspartie im Fürstentum Liechtenstein steigen. Zürcher sind ja bekannt dafür, dass sie in der Anfangsviertelstunde immer wieder treffen. Mark Ruden und dann fackelt ihn Galbi mit dem Ausgleich. 1:1, 13. Spielminute. Der FC Vaduz schlägt nur wenige Sekunden nach dem Zürcher Führungstreffer zurück. Ah, da haben sich die Zürcher bereits zu sicher gefühlt. Fakhreddin Galbi mit seinem ersten Saisontor. Hier nochmals der gefährliche Freistoß von Bruno Sutter, dann Ruden und Galbi gibt dem Ball die entscheidende Richtungsänderung. Der Tunesier also mit seinem ersten Saisontor in der 13. Spielminute. Da stimmte die Abstimmung in der Defensive des FCZ nicht und das ärgert Bernard Chalons. Da kann ich den FCZ-Trainer verstehen. Und der Pierre Littbarski schöpft natürlich neue Hoffnung. Es war bereits der zweite gefährliche Freistoß von Bruno Sutter. Beim ersten Mal verpasste Gaspar knapp. Diesmal hat es also geklappt mit dem Torerfolg. Letztendlich durch Fakhreddin Galbi. Also torreiche Angelegenheit in diesen ersten Minuten. Und damit ist der FC Zürich wieder gefordert. Willi Lamp. Wieder in Richtung Erik Hastli. Offside, Tor zählt nicht. Fahne des Schiedsrichterassistenten war sofort oben. Ja, Hastli stand nicht im Offside. Zwei Zürcher standen zwar zu weit vorne, Alexander Alphons und auch Adrian Nikci, beide allerdings nur passiv. Also, das ist eine Fehlentscheidung von Daniel Wermelinger. Das Tor hätte zählen müssen. Erik Hastli stand ganz klar nicht im Offside. Also viel Pech für den FCZ in der 15. Minute. Kleiner Zusammenprall zwischen Erik Hastli und Pierre Littbarski, aber die beiden haben sich lieb. Ja, das kommt davon, wenn man so nahe an der Seitenlinie sich platziert. Pierre Littbarski, der ja nicht auf der offiziellen Spielerbank sitzt, sondern auf einem Klappstuhl gleich nebenan. Zur Viertelstunde gespielt, 1:1 der Spielstand. Eine ganz muntere Angelegenheit bisher im Rheinparkstadion. Unentschieden geht in Ordnung. Der FC Vaduz wollte nach vorne spielen. Das gelingt auch gar nicht schlecht. Und der FC Zürich natürlich feldüberlegen mit mehr Ballbesitz. Auch schon mit zwei, drei guten Möglichkeiten. Insbesondere er, Erik Hastli, sorgt für sehr viel Wirbel in der Zürcher Offensive. Erneut Offside, Erik Hastli. Hier kommt nochmals das Ausgleichstor der Vaduzer. War natürlich kein Offside. Da stand Mark Ruden auf der gleichen Höhe mit Veli Lampi. Und hier denke ich ebenfalls, dass die gleiche Höhe vorhanden ist zwischen Hanu Dihinen und Fakhreddin Galbi. Also korrekter Treffer. Und Littbarski kann sich ein Schmunzeln nicht verbergen. Ja,
Dusan Djuric. Links kommt Veli Lampi mit. Ronnie Cacciocconquo. Wieder in Richtung Alexander Alphonse. Klasse Ballannahme. Alphonse, Kirschbaum und dann Hasli mit dem 2:1. Erik Hasli mit seinem zweiten persönlichen Tor am heutigen Abend. 17. Spielminute. Der FC Zürich führt wieder. Die beiden Franzosen, Alphonse und Hasli, waren für diesen Treffer besorgt. Ursprung allerdings dieser Klassepass von Onyekachi-Okonkwo in den Lauf von Alphonse. Der scheitert dann zuerst an Thorsten Kirschbaum und Hasli reagiert am schnellsten und staubt ab zum 2:1 für den FCZ. Cerone versuchte noch am Boden liegend das Schlimmste zu verhindern. Das gelang allerdings nicht und Hasli ist ein Goalgetter. Er steht immer dort, wo ein Stürmer stehen muss. Johnny Leoni ist natürlich in erster Linie auch mal froh, dass die Unaufmerksamkeit, die zum 1:1 Ausgleichstreffer führte, bereits wieder behoben ist. Erik Hasli zeigt, sein Herz gehört dem FCZ. Ja, wenn man offensiv spielt, dann läuft man natürlich Gefahr, dass man defensiv anfälliger ist. Und genau das passiert jetzt im FC Vaduz. Liechtensteiner versuchen, spektakulären Fußball zu spielen. Dadurch allerdings die Abwehr fast schon entblößt. Das ist natürlich verheerend gegen den spielerisch starken FCZ. Wenn die Zürcher Räume haben, dann sind sie meistens kaum zu bremsen. Adrian Nikci profitiert von einem Fehler von Viljan Sarona. Immer noch Nikci. Alphonse! Alexander Alphonse fast mit dem 3:1. Super die Vorarbeit von Adrian Nikci. Und dann kommt Alexander Alphonse auch hier völlig frei zum Kopfball. Die Abwehr des FC Vaduz, die bereits am Samstag beim 2:4 gegen Xamax Schwächen offenbarte, kann auch heute nicht verbergen, dass nicht alles stimmt in dieser Defensive. Also die Zuteilung, die muss besser klappen. Fakhreddin Galbi. Zürcher versuchen, schnell umzuschalten jeweils. Schnörkelloses Spiel hinten raus. Herrlicher Doppelpass zwischen Nikci und Alphonse. Wieder Adrian Nikci. Kein Durchkommen gegen Saroa. Und dann läuft der Konterversuch der Vaduzer. Foulspiel an Sehar Fetschulay. Ja, da wollte Bruno Sutter den Freistoß schnell ausführen. Hier nochmals das Foul von Hannu Tihinen, das gar keines war. Da hat der FCZ-Captain klar den Ball gespielt. Viljan Saroa. Dann Sehar Fetschulay. Wohin nur mit dem Ball? In Richtung Steinarsson. Roscha hat aufgepasst. Und wieder Alexander Alphonse. Hasli läuft in Position. Auch dieses Päschen kommt gut. Ein bisschen zu steil. Naja, Daumen hoch bei Erik Hasli. Als Zeichen, dass die Idee exzellent war. Also Hasli und Alphonse, die beiden harmonieren natürlich prächtig. Bruno Sutter mit dem Schuss in den Vaduzer Nachthimmel.
Bruno Sutter, der noch kein Tor geschossen hat in dieser Saison. Der liechtensteinische Nationaltrainer ist auch hier, Hans-Peter Zaugg. Obwohl gar nicht viele Liechtensteiner in der Startformation des FC Vaduz stehen. Ein einziger, die Nummer 21, Marco Ritzberger. Das ist Marco Büchel, der liechtensteinische Profi-Skirennfahrer, der ja vor einigen Wochen beim Spiel zwischen Vaduz und Basel bei uns im Studio zu Gast war. Dusan Djuric! Superheber, allerdings knapp am Tor vorbei. Dusan Djuric, immerhin schon siebenfacher Saisontorschütze. Da wollte es der Schwede etwas zu schön machen. Hätte den Ball problemlos an Kirschbaum vorbeischieben können. Und auch Pierre Littbarski muss sich einiges notieren. Wird vor allem den defensiven Bereich betreffen. Steinarsson mit dem 2:2. Was ist das für ein Spiel im Rheinparkstadion? Gudmund Steinarsson mit seinem zweiten Saisontor. Chalons, erzürnt. Da wurden alle überrascht von diesem Weitschussversuch von Gudmund Steinarsson. Auch der FCZ-Goli Johnny Leoni. Da kommt die Situation nochmals. Gudmund Steinarsson nicht angegriffen. 35 Meter die Distanz zum Tor. Leoni steht zu weit vor seinem Kasten und kommt deshalb nicht mehr an diesen Ball ran. 2:2. Steinarsson, der in seinem allerersten Spiel Anfang Februar gegen den FC Aarau getroffen hat. Seither ist ihm kein Treffer mehr geglückt. Saß zuletzt meistens auch nur auf der Ersatzbank. Heute trifft er also wieder. Gudmund Steinarsson. Und dass Steinarsson einen guten Schuss hat, das weiß man. Aber offensichtlich hat sich das Ganze nicht bis zum FC Zürich herumgesprochen. Zürcher versuchen natürlich sofort wieder den Führungstreffer anzustreben. Hier nochmals das Tor von Steinarsson. Okonkwo hat den Isländer nicht angegriffen. Und natürlich ist Johnny Leoni bei diesem Gegentor mitschuldig. Hat aber auch nicht mit diesem Schuss gerechnet. Und Bernard Chalons zeigt, steht bitte etwas kompakter in der Defensive. Es sind schon zwei, drei Unkonzentriertheiten in der Abwehr des FC Zürich zu beobachten. Also, dass die Zürcher gleich zwei Gegentore kassieren in den ersten 25 Minuten gegen den Tabellenletzten. Das ist nicht üblich. Djuric mit der nächsten Chance. Hier recht in die Hände von Thorsten Kirschbaum. Cerone auf der Gegenseite. Klasse öffnender Pass auf Sehar Fethullahi. Das ist Fakredin Kalpi. Die hinten dazwischen. Also, das ist ein offener Schlagabtausch im Rheinparkstadion. Sehr torreiche Angelegenheit. So kann es natürlich weitergehen aus unserer Sicht. Wir wollen offensiv geführte Partien sehen. Und sowohl der FC Vaduz als auch der FC Zürich. Beide Mannschaften spielen nach vorne und deshalb erleben wir dieses bisher sehr attraktive Fußballspiel. Alexander Alphonse, Erik Hasli. Ja, da trauen wohl einige ihren Augen nicht. Da müssen die Brillen geputzt werden bei den FCZ-Fans. Und wieder die Vaduzer mit Steinarsson. Roscher
kann in Extremis klären. Die FCZ-Defensive doch mehr beschäftigt, als man das erwartet hat. Aber Schalon hat es angesprochen vor dem Spiel, dass es nicht einfach wird, dass der FC Vaduz nichts mehr zu verlieren habe. Und der FCZ-Trainer hatte recht mit seiner Einschätzung. Das war. Steinarsson, dann Bruno Sutter auf Feciulei. Der hat auch einen guten Schuss, sehr Feciulei. Setzt sich gegen Nikci durch, Feciulei kommt zum Abschluss. Sehr Feciulei, der einer der produktivsten Vaduzer ist in dieser Saison. Hat immerhin schon 4 Tore geschossen und 3 weitere Treffer vorbereitet. Ist damit der zweitbeste Scorer hinter dem Brasilianer Gaspar. Fakredin Galbi, Cerone in Richtung Steinarsson. Der Isländer ist schnell. Aber Alain Rocha, der Innenverteidiger des FC Zürich, kann Schlimmeres verhindern. Pierre Littbarski. Schafft er heute vielleicht den angestrebten Exploit? Es ist nicht unmöglich, wenn man diese erste knappe halbe Stunde Revue passieren lässt. Feciulei. Immer noch sehr Feciulei. Abgeblockter Schuss in der FCZ-Abwehr. Aber die Zürcher nehmen die Zweikämpfe nicht konsequent genug an. Lassen die Vaduzer in vielen Situationen gewähren. Ist das vielleicht ein kleines Zeichen von Überheblichkeit? Fragezeichen. Cerone mit dem nächsten Anlauf. Das ist Bruno Sutter. Und die Liechtensteiner fackeln nicht lange. Gehen sofort in den Abschluss. Aus allen fast schon unmöglichen Situationen. Also das ist ein beherzter Auftritt des FC Vaduz. Natürlich der FC Zürich mit mehr Torchancen, mit den klaren Möglichkeiten. Aber nochmals, Vaduz hält ausgezeichnet dagegen. Ganz großes Kompliment ans Tabellenschlusslicht. Jan Sarua. Steinarsson und Sehar Feciulei gegen Philipp Koch. Koch hat Mühe mit dem werbligen Feciulei. Sehar Feciulei, der in dieser Saison ein ganz wichtiges Element ist im Team von Pierre Littbarski. Und die Marschroute von Littbarski, klar, spielt nach vorne. Versucht ein Pressing aufzuziehen. Ja, die FCZ-Fans nicht einverstanden mit dieser Entscheidung von Daniel Wermelinger. Gibt Eckball für den FC Vaduz. Steiner haben einige kopfballstarke Spieler. Ruben zum Beispiel, der wird gesucht. Kopfballversuch kam dann allerdings von Gaspar. Alphonse. Der FC Zürich hat die beste Abwehr ligaweit. Hat am wenigsten Gegentore kassiert. Heute davon wenig zu sehen.
Onyekachi Okonkwo. Auch immer wieder schön zu erkennen, dass der FC Zürich den schnellen Steilpass in die Tiefe sucht. Aber die Vaduzer-Abwehr hat sich unterdessen etwas besser auf die Angriffsbemühungen des FCZ eingestellt. Jan Sarua, der neu gekommen ist auf diese Saison hin zum FC Vaduz, spielte zuvor in seiner Heimat in Brasilien. Ist also seine erste Station in Europa. Noch ein ganz junger Mann, dieser William Sarua. Er ist 21-jährig. Zaroa wieder zur Tat, lässt sich sehr viel Zeit bei diesem Einwurf. Ja, einer der auffälligsten, Sear Fethullahi, beschäftigt die rechte Abwehrseite des FC Zürich. Technisch sehr belagen, besitzt einen ausgezeichneten Schuss. Schlägt auch gute Flanken. Also das ist ein gefährlicher Mann, dieser Sear Fethullahi. Xavier Marquera, noch wenig zu sehen von ihm. Erik Hasli, der zweifache FCZ-Torschütze. Foulspiel an Fethullahi, Freistoß für den FC Vaduz. Thorsten Kirschbaum, der Vaduzer Goalie, hatte in den letzten 15 Minuten weniger zu tun als in den ersten 20 Spielminuten. Der Faden beim FC Zürich ein bisschen gerissen seit dem 2:2 Ausgleich durch Gudmund Ursteinerson. Und ich sag's nochmals: Standardsituationen immer gefährlich bei den Vaduzern. Und das sind die Verletzten und Abwesenden. FC Zettler, Almer Abdi, Heinz Barmettler, Silvan Eggerter, alle sind sie mitgereist ins Ländle. Also Achtung auf diesen Freistoß der Vaduzer. Der wird getreten durch Fethullahi. In Richtung Gaspar und Galbi! Auch dieser Treffer zählt nicht abseits. Das habe ich auf den ersten Blick anders gesehen. Fakredin Galbi, sein Tor wird annulliert. Das ist die zweite umstrittene Entscheidung. Da kommt der Freistoß und da ist Fakredin Galbi aus meiner Sicht auf der gleichen Höhe mit dem Körperschwerpunkt mit Veli Lampi. Also auch dieser Treffer hätte eigentlich zählen müssen. Fakredin Galbi. Aber wir dürfen nicht vergessen, auch dem FCZ wurde zu Unrecht ein Tor aberkannt. Lampi auf der Gegenseite. Dann Sear Fethullahi. Okonkwo in Richtung Alphonse. Gut von Damian Bellon. William Sarua. Das ist Gudmund Ursteinerson.
Kein Durchkommen in dieser Situation gegen Philipp Koch. Und dann ein hartes Einsteigen von Steinarsson. Da könnte, oder besser gesagt, müsste man Geld geben gegen den Isländer. Da keine Chance mehr auf den Ball. Nur noch auf die Beine gespielt von Philipp Koch. Also, da hatte Gudmundur Steinarsson sehr viel Glück, dass er nicht die gelbe Karte gesehen hat. Hätte eigentlich eine Verwarnung geben müssen. Ja, die Doppelpässe klappen nicht mehr beim FC Zürich. Faduzza stehen näher bei den Gegenspielern als noch in der Startphase. Und deshalb wird es für die Zürcher immer schwieriger, sich Torchancen zu kreieren. Fakhreddin Galbi. Machera. Das ist Adrian Nikci. Hasli will angespielt werden mit einem Steilpass. Nikci zu eigensinnig. Hasli hat auch sofort die Hände verworfen. Hier sehen Sie das kleine Wortgefecht zwischen Hasli und Nikci. Hasli, der Routinier, wird dem jungen Nikci gesagt haben, hey, bitte schön, spiel mir das nächste Mal den Ball sofort in die Tiefe. Hier nochmals das Tor, das nicht gegeben wurde. Also das ist sehr, sehr knapp. Aber ich bleibe bei meiner Meinung, dass Galbi und Lampi auf der gleichen Höhe waren. Entscheidend ist ja der Körperschwerpunkt und nicht der vorderste Teil des Körpers. Kameraperspektive kann das Ganze natürlich ein bisschen verzerren. Hatten die Zürcher viel Glück, dass sie jetzt nicht so kriegen. Dusan Djuric. Immer wieder Fehlpässe jetzt im Spielaufbau. Gaspar. Lampi, Machera und Onyekachi Okonkwo. Wieder ein guter Pass des Nigerianers. Diesmal in Richtung Nikci. Aber Kirschbaum macht das souverän. Adrian Nikci. Eine Entdeckung in dieser Saison. Hat schon 4 Tore geschossen und 8 weitere Treffer vorbereitet. Nikci ist ja noch ein ganz, ganz junger Mann. Jahrgang 89. Feiert erst im November dieses Jahres den 20. Geburtstag. Einer, der aus der eigenen Juniorenabteilung des FC Zürich stammt. Hasli liegt am Boden. Hat sich bei einem Kopfballduell wehgetan. Ja, da wurde Erik Hasli noch vom Schuh des Gegenspielers im Gesicht getroffen. Aber es sollte weitergehen für den Franzosen im Team des FC Zürich. Adrian Nikci, dann Philipp Koch, wieder Nikci, der nächste Fehlpass. Und sofort versuchen die Faduzza den schnellen Gegenangriff zu lancieren, der auch wieder unterbunden wurde. Foul von Ruden an Hasli.
Hasli mit zwei Toren bereits wieder heute. Es waren die Saisontore 15 und 16. Ist ja der zweitbeste Torschütze der Axpo Super League. Nur sein Teamkollege Almer Abdi hat noch häufiger getroffen. Abdi mit 18 Treffer, der Top-Torschütze der Liga. Natürlich fehlt Almer Abdi heute dem FCZ. Das spürt man vor allem in den letzten 20 Minuten. Aber Almer Abdi hat in dieser Saison schon dreimal gefehlt in der Vorrunde. Und alle drei Partien konnten die Zürcher damals gewinnen. Oh, Kirschbaum, was für ein Fehler! Hasli mit dem 3:2! Erik Hasli mit einem lupenreinen Hattrick nach dem Mega-Flop von Thorsten Kirschbaum. Und Erik Hasli will heute offenbar Almer Abdi in Sachen Torschützenliste einholen. Klasse Päschen aus der Verteidigung raus, dann hat Kirschbaum scheinbar alles unter Kontrolle, trifft den Ball aber nicht optimal, spielt das Leder Hasli direkt in die Füße und der hat dann keine Probleme, aus Spitzenwinkel das leere Tor zu treffen, 3:2 für den FCZ. Erik Hasli mit seinem dritten persönlichen Tor am heutigen Abend. Und man sagt ja, es ist ein lupenreiner Hattrick, wenn man in einer Halbzeit dreimal trifft. Und genau das hat Erik Hasli heute im Rheinparkstadion geschafft. Also wenn man natürlich solche Fehler begibt und dem Gegner die Tore schenkt, dann wird es schwierig mit einem Achtungserfolg gegen den Leader. Kirschbaum natürlich der Depp in dieser Situation. Kirschbaum, weshalb trischt er das Leder nicht einfach auf die Tribüne, sondern versucht ein lockeres Päschen zu spielen und der Deutsche natürlich am Boden zerstört, gibt aufmunternde Worte von Damian Bellon. Aufmuntern muss man Erik Hasli nicht mehr, man muss ihm viel eher gratulieren. Wir stehen in der letzten regulären Spielminute der ersten Halbzeit. Eine Halbzeit, die unglaublich torreich verlaufen ist. Nochmals die Zürcher mit Alexander Alfons. Kein Foul entscheidet Wermelinger. Steinarsson. Bernard Jalland. Vielleicht bringt sein Team jetzt die dritte Führung am heutigen Abend in die Pause. Das dürfte das Ziel sein. Steinarsson versucht es nochmals. Eine Minute gibt es oben drauf. Sie sehen es oben links eingeblendet. So lange lässt Wermelinger in dieser ersten Halbzeit nachspielen. Herr Litbarski bespricht sich mit seinem Assistenztrainer. Seine Mannschaft hat vieles richtig gemacht. Aber das dürfte die beiden ärgern. Dieser Fehler von Thorsten Kirschbaum, der ansonsten ein sehr sicherer Rückhalt ist für den FC Vaduz. Das Tor von Hasli nach dem Fehler von Kirschbaum in einer Phase gefallen, in dem es dem FC Zürich nichts gelaufen ist. Wenn man das Gefühl hatte, dass die Zürcher den Tritt verloren haben. Wichtig, der Führungstreffer aus Sicht des FCZ. Juric nochmals in Richtung Hasli, der auf die rechte Seite ausgewichen ist. Und damit ist Pause. Er war der Mann dieser ersten Halbzeit. Erik Hasli, dreifacher Torschütze in FC Zürich, hat zum 1:0, zum 2:1 und zum 3:2 getroffen. Der FC Zürich war in den ersten 20 Minuten die bessere Mannschaft.
hat sie dann etwas Mühe nach dem 2:2 Ausgleichstor durch Steinarsson. Aber der Treffer von Hasli kurz vor der Pause nach dem Riesenfehler von Thorsten Kirschbaum, der könnte Gold wert sein für den weiteren Verlauf der heutigen Partie. Alles in allem eine sehr unterhaltsame Sache im Rheinparkstadion, ist natürlich dadurch bedingt, dass beide Mannschaften nach vorne spielen. Deshalb sehen wir viele Möglichkeiten und entsprechend auch viele Tore. So, Adrian Nikci steht bereit bei Janet Schwager. Wir geben deshalb runter an den Spielfeldrand. Adrian Nikci, der FC Zürich, hat alles versucht, um Vaduz vor allem im Vorfeld des Spiels auch nicht zu unterschätzen. Trotzdem hat man ein bisschen Mühe gehabt in dieser ersten Halbzeit, um die Liechtensteiner wirklich in den Griff überzukommen. Warum das? Wir haben den Vaduz sicher nicht unterschätzt. Sie spielen zu Hause und probieren auch zu gewinnen, wie wir. Und wir müssen einfach jetzt hinten noch aggressiver spielen und unser Kombinationsspiel gegen vorne bringen. Und dann kommt es gerade gut. Dankeschön. Und auf der anderen Seite habe ich den Marco Ritzberger vom FC Vaduz. Der FC Vaduz kämpft bis auf 10, hat man das Gefühl, zeigt offensiven Fußball. Täuscht das Bild oder macht Fußball jetzt wieder ein bisschen mehr Spass als in der Partie in der letzten Woche? Ja, ich glaube, der Fußball macht immer Spass. Aber es ist klar, jetzt können wir eigentlich ohne Druck aufspielen und wir noch wollen heute Zürich überraschen und nach vorne spielen. Ich glaube, es ist uns ganz gut gelungen, aber ja, leider sehr dumme Gegengoal wieder. Es steht halt wieder 3:2 für Zürich und es ist einfach unnötig. Dankeschön. Und der Fußballfan, der schaut natürlich jetzt gespannt auf Basel. Und dort ist es anscheinend ein bisschen weniger spektakulär zugegangen bis jetzt als in diesem Match. Da steht nämlich zur Pause immer noch 0:0. Wir haben jetzt auch eine kleine Pause und sind pünktlich zurück auf die zweite Halbzeit. Erik Hasli war der Mann der ersten Halbzeit im Rheinparkstadion. Zuerst in der 12. Minute das 1:0 für den FCZ nach einem Corner von Dusan Čurić. Dann 8 Minuten später Erik Hasli mit einem weiteren Tor, das allerdings nicht gegeben wurde. Zu Unrecht wegen Offsides. Und das ist bereits das 3:2 durch Erik Hasli nach einem Fehler von Thorsten Kirschbaum. Unterschlagen wurde uns das 3:1 von Hasli. Also insgesamt hat Hasli sogar viermal getroffen, 3 Treffer zählten. Der eine Treffer von Hasli, den wir gesehen haben, wie gesagt, nicht wegen angeblichem Offsides. Also 3:2 führt der FC Zürich nach 45 Minuten gegen den FC Vaduz. In einem offensiv geführten Spiel von beiden Mannschaften. Man kann schon sagen, der Angriff funktioniert bei beiden Teams. Die Defensive funktioniert dafür etwas weniger gut. Er kommt neu ins Spiel. Martin Büchel für Adrian Nikci. Ein Liechtensteiner kommt in Vaduz zum Einsatz. Allerdings nicht für den FC Vaduz Büchel spielend, sondern halt eben für den FC Zürich. Und Thorsten Kirschbaum musste für seinen Mega-Flop büßen, den er begangen hat, der zum 2:3 führte. Kirschbaum blieb draußen und wird ersetzt durch den isländischen Nationalgoalie Gunnleifur Gunnleifsson. Also da hat Littbarski rigoros durchgegriffen. Vielleicht hat Kirschbaum auch darum gebeten, dass er ausgewechselt wird. Denn wir haben es ja gesehen, in den 2-3 Minuten nach dem Gegentor war er ziemlich niedergeschlagen, verständlicherweise natürlich. Und deshalb wird ihn Littbarski womöglich schützen und hat Gunnleifur Gunnleifsson eingewechselt. So, die zweite Halbzeit läuft. Pierre Littbarski hat die Hoffnung auf einen Punktgewinn noch nicht aufgegeben. Der FC Zürich spielt in Blau-Weiß jetzt von links nach rechts. Mit Einwechslung von Martin Büchel will Bernard Chalons, der FCZ-Trainer, natürlich die Defensive stärken. Es geht jetzt darum, das 3:2 so lange wie möglich zu halten und dann vielleicht mit einem Konter für die definitive Entscheidung zu sorgen. Silvan Eggerter, der gesperrte Mittelfeldspieler des FCZ, der hat schon an allen Ecken und Enden gefehlt. Eggerter, der ja meistens unauffällige Leistungen zeigt, aber dank seiner Zweikampfstärke unglaublich wichtig ist fürs Team. Und wie wichtig dieser Eggerter ist, hat man eben in der ersten Halbzeit gesehen, als die Abwehr des FCZ wirklich nicht gut organisiert war.
Der gnadenlose Abräumer vor der Verteidigung fehlte. Büchel nimmt also die Position von Egerter sozusagen ein. Chaland spielt jetzt mit einer Doppel-Sechs mit Okonkwo und Büchel. Djuric auf rechts, Alphonse auf links und nur noch eine nominelle Sturmspitze mit Erik Hasli. Xavier Machera, wenig ist ihm geglückt in der ersten Halbzeit, auch dieser Pass nicht optimal. Da ist wieder Erik Hasli, auf und davon, kaum zu bremsen. Hasli gegen Ritzberger, immer noch Hasli, der kommt zu Fall und es gibt Freistoß für den FCZ. Hasli fordert eine Karte, da muss er aufpassen, denn ein Spieler, der eine Karte fordert, bekommt selbst eine. So sieht das Regelwerk das Ganze vor. Hier nochmals das Foul von Damian Bellon, klar außerhalb des 16ers. Also Entscheidung gerechtfertigt, hier auf Freistoß zu entscheiden. Bellon sah nach diesem Foul natürlich noch die gelbe Karte. Hasli hatte Glück, dass er nicht auch noch verwarnt wurde. Freistoß FCZ. Djuric und Machera stehen beim Ball. Djuric mit rechts oder Machera mit links? Das ist hier die Frage. Ich tippe auf Djuric. Tatsächlich versucht Dusan Djuric und auf der Linie können sich die Vaduzer befreien. Gaspar, der rechte Mittelfeldspieler, hat die ganze Situation entschärft. Zürcher bleiben am Drücker mit Okonkwo, dann die hinten. Und Gunleifsson mit einer ersten geglückten Intervention. Hier nochmals Djuric mit dem Freistoß und genau deshalb steht ein Spieler bei gegnerischen Freistoßsituationen ein Pfosten. Gaspar hat seine Aufgabe vorzüglich erfüllt. Und hier das 2:4 aus Vaduzer Sicht verhindert. Wieder Erik Hasli. Auf und davon erneut. Legt sich den Ball etwas zu weit vor. Und Gunleifsson kann entscheidend eingreifen. Da springt ihm der Ball etwas zu weit vom Fuß. Und deshalb nicht mehr ganz zu erreichen für Erik Hasli. 3 Tore hat er bereits geschossen. War sehr nahe dran an seinem 4. Gunleifsson, der übrigens vor einer Woche gegen die Berner Young Boys zwischen den Pfosten stand. Der Isländer musste 6-mal hinter sich greifen beim 0:6 im Stade de Suisse. Also, ob es mit Gunleifsson tatsächlich besser kommt als mit Kirschbaum. Da muss man ein großes Fragezeichen dahinter sehen. Die Hinnen gewinnt das Kopfballduell gegen Fakhreddin Galbi. Bereits wieder 5 Minuten gespielt in der zweiten Halbzeit. Xavier Machera, das ist Martin Büchel, lanciert Alexander Alphonse offside. Heftige Proteste von den FCZ-Fans. Auch diese Situation umstritten. Schwierig zu sehen aus dieser Kameraperspektive, ob da Ritzberger auf der gleichen Höhe war. Aber wir wollen in dieser Situation mal das Schiedsrichter-Trio entlassen. Hasli arbeitet auch sehr gut in der Defensive mit. Klasse Leistung von Erik Hasli. War ja lange am Rücken verletzt. Die Rückkehr von Hasli könnte der entscheidende Faktor sein im Kampf um den Meistertitel. Alexander Alphonse.
Pascal Cerone. Fetschulei läuft in Position, da wird er angespielt. Sehr Fetschulei. Leoni zögert. Weiß nicht so recht, ob er kommen soll oder nicht. Das Ganze aus Zürcher Sicht nochmals gut gegangen. Und dann nimmt Dusan Djuric den Ball mit der Hand mit. Und deshalb zum Freistoß für den FC Vaduz. Und Yassin Chichaoui hofft natürlich auch noch auf einen Einsatz. Vorerst die Vaduzer mit Bruno Sutter. Und Margera klärt zum Eckball. ...62% aller Tore hat Vaduz nach einem ruhenden Ball geschossen. Deshalb zittert Bernard Chalant, zeigt an, bitte zuteilen. Weiß natürlich auch, dass jetzt Gefahr kommen kann bei diesem Corner von Sehar Fetschulei. Der kommt gefährlich und er ist drin! Und das war 3-3! Chalant hat's geahnt. Haben Sie gesehen, wie der gezeigt hat? Bitte! Jeder zu einem Gegenspieler stehen. Aber das Ganze wurde nicht verstanden von seinen Spielern. Und entsprechend konzerniert Bernard Chalant. Hier nochmals Fetschulei auf den ersten Posten. Da kommt Gaspar herangebraust. Büchel war für ihn verantwortlich, hat das Kopfballduell nicht angenommen. Und deshalb steht es wieder unentschieden. 3-3. Johnny Leoni hat in dieser Situation auch nicht sehr gut ausgesehen. Bereits zum zweiten Mal können wir ihn nicht ganz aus der Pflicht nehmen. Beim 2-2 durch Steinarsson und jetzt auch bei diesem 3-3 durch Gaspar. Was ist mit der sonst so kompakten und souveränen, soliden FCZ-Defensive los? Also, dass man gegen den Tabellenletzten 3 Tore kassiert, das haben wohl die größten Pessimisten nicht erwartet. Gaspar, sein 6. Saisontor war es, ist damit natürlich der mit Abstand beste Torschütze im Team von Vaduz. Zürcher versuchen es mit Alexander Alfas. Immer noch Alfas, Lattenknaller! Ja, es geht so weiter, wie die erste Halbzeit verlaufen ist. Offensivfußball, wie wir ihn lieben. Alphonse, klasse, wie er Gaspar aussteigen lässt. Dann Ritzberger und Ruden zu zögerlich. Und letztendlich hatten die Liechtensteiner Glück, dass Alphonse den Ball nur an die Latte knallte. Also das ist wirklich eines der spektakulären Spiele, das ich gesehen habe in dieser Saison. Und Sie können mir glauben, ich habe einige Spiele gesehen. Das zeigt, dass unsere Axpo Super League durchaus attraktiv ist. Gudmund Steinarsson hat auch schon getroffen zum zwischenzeitlichen 2-2 Ausgleich. Aber es ist schon erstaunlich, dass der FC Zürich bei den Standardsituationen des FC Vaduz so schwach organisiert ist. Das hätte man in der Matchvorbereitung ansprechen sollen. Hat Chalant mit Bestimmtheit auch getan. Aber irgendwie scheinen die mahnenden Worte des Trainers die Wirkung verfehlt zu haben. Die Liechtensteiner treffen praktisch ausschließlich nach ruhenden Bällen, auch heute 2 der 3 Tore nach einer Standardsituation gefallen. Eigentlich der statistisch beste Goalie der Axpo Super League. Und Pascal Cerone wird auf die Reise geschickt. Allerdings Stürmer Foul des Vaduzer Captains. Freistoß für den FC Zürich nach dem Foulspiel an Alain Rocha.
Klare Sache. Da war die Hand von Cerone an der Schulter des Gegenspielers. Aber die Vaduzer bleiben unberechenbar. Das Offensivspiel der Liechtensteiner, das funktioniert wirklich ganz gut. Wir dürfen nicht vergessen, der FC Vaduz mit dem allerletzten Aufgebot. 9 potenzielle Stammspieler, verletzt oder gesperrt. Dafür sind andere in die Mannschaft gerückt. Und genau diese wollen Pierre-Luc Parky jetzt natürlich zeigen, zu was sie fähig sind. Steinarsson insbesondere, der lange auf eine Einsatzgelegenheit warten musste. Und Chalon weiß nach wie vor, 3 Punkte gegen Vaduz in Pflicht. Ansonsten kann es nochmals ganz, ganz, ganz eng werden im Kampf um den Meistertitel. Schichaui beim Warmlaufen, der Tunesier also, der mit Bestimmtheit im Verlauf dieser zweiten Halbzeit noch kommen wird und für die Entscheidung sorgen soll. Magera für mich Kandidat Nummer 1, um ausgewechselt zu werden. Der bringt kein Bein vor das andere. Wieder der lange Ball in Richtung Galbi. Und er, Gaspar, also der Torschütze zum 3:3. War in der letzten Saison Torschützenkönig in der Challenge League mit 31 Toren. Brauchte etwas Zeit, um sich auch in der Axpo Super League komplett durchzusetzen und regelmäßig zu treffen. Unterdessen hat Gaspar den Tritt aber auch in der höchsten Schweizer Spielklasse gefunden. Hat in den letzten Partien regelmäßig getroffen. Dusan Djuric gegen William Zarua. Eckball FCZ. Eckball wird getreten durch Xavier Magera. Die Hinnen hat sich in den gegnerischen Strafraum begeben, lauert auf den Ball und kommt zu Fall. Arnold Die Hinnen. Kopfballduell am Bein getroffen offenbar. Und gleich nochmals Corner für den FCZ. Die Hinnen, der ja nach wie vor mit diesem Stirnband spielt, das ihn vor weiteren Hirnerschütterungen schützen soll. Die Hinnen lauert auf den nächsten Eckball, der erneut von Xavier Magera zur Mitte gebracht wird. Diesmal auf den zweiten Pfosten, allerdings an Freund und Feind vorbei. Und festhalten können wir, der Tabellenletzte hat die gefährlicheren Standardsituationen als der Leader der Axpo Super League. Ja, faul war das natürlich nicht. Obwohl Jalland hier einen Penalty forderte. Das war allerdings nur ein frommer Wunsch des FCZ-Trainers. Zürcher machen wieder Dampf über Alexander Alfons. Gegen Bellon. Dann Onyekachio Konfo. Versucht er es aus der Distanz, jawohl. Er zieht allerdings Onyekachio Konfo. Minuten gespielt im Rheinpark. 6 Tore haben wir gesehen. Was für ein Spektakel. 3:3 der Spielstand zwischen dem FC Vaduz und dem FC Zürich in einer Partie, die von beiden Mannschaften sehr offensiv geführt wird, nach wie vor. Der FC Vaduz hält alles in allem super dagegen. Und deshalb geht dieses Unentschieden bisher schon in Ordnung. Sehar Feçulay am Boden liegend. Wäre ein herber Verlust, sollte Feçulay nicht weiterspielen können.
Und Sie sehen das Zeichen von Daniel Wermelinger. Es wird gewechselt und tatsächlich muss Fetschulei raus und wird ersetzt durch einen weiteren Liechtensteiner, Benjamin Fischer. Damit hat der liechtensteinische Nationaltrainer Hans-Peter Zaugg, der ja auf der Tribüne sitzt, immerhin drei seiner Akteure auf dem Platz mit Ritzberger und Fischer beim FC Bad Uz und mit Martin Büchel beim FC Zürich. Fischer, der in den letzten Monaten etwas zu tiefe Blutwerte aufwies, deshalb aussetzen musste. Und Hans-Peter Zaugg, der liechtensteinische Nationaltrainer, ist natürlich froh, dass Fischer jetzt wieder zurück ist und mitwirken kann. Achtung, Hasli kommt herangebraust. Es sei nochmals betont, dass der FC Zürich mit einem Sieg heute und einem Vollerfolg am Sonntag Meister werden könnte. Bereits frühzeitig. Also, das ist ein ganz wichtiges Spiel heute für den FCZ. Aber im Moment sieht es nicht danach aus, als ob der Favorit die avisierten drei Punkte einfahren könnte. Rutzer wirklich sehr couragiert. Und sollten die Liechtensteiner sogar gewinnen, dann gäbe es vielleicht doch noch einen ganz kleinen Funken Hoffnung in Sachen Ligaerhalt. Dann nämlich, wenn Sion morgen gegen die Berner Young Boys verliert. Juric, Xavier Marquera und dann Haruti hinten. Alexander Alphonse hat viel Platz im Mittelfeld, nur wohin nur mit dem Ball. Und immerhin einen Freistoß raus. War ziemlich das Beste, was der Franzose machen konnte. Suchte diesen Freistoß, allerdings auch sehr offensichtlich. Wermelinger ist auf diese vermeintliche Schwalbe von Alphonse hereingefallen. Benjamin Fischer, der Neue. Das ist Fakredin Galbi gegen Haruti hin. Immer noch Galbi. Kann nicht verstehen, weshalb er zurückgepfiffen wird. Da kommt das Duell nochmals. Nein, das war kein Foul. Haruti hin hatte Glück, denn er hatte das Nachsehen gegen Fakredin Galb. Dusan Djuric. Da kommt Kvo wieder direkt auf Djuric. Dieses Direktpassspiel ist die Stärke des FCZ. Und zu diesem schnellen Kombinationsfußball müssen die Zürcher zurückfinden. Eckball diesmal getreten durch Dusan Djuric nach den letzten missglückten Versuchen von Magera. Darf jetzt also der Schwede ran. Gut zurückgelegt für Okonkwo. Naja, Onyekachi Okonkwo, habe es bereits angesprochen, das ist kein Torjäger. Ist eher ein Mann für den defensiveren Part im Mittelfeld. Diesen defensiven Part erfüllt Okonkwo gut, aber offensiv geht bei ihm in Sachen Tore schießen wenig. Toni Caccio Conquo. Das ist Martin Büchel und Veli Lamp.
Caruza stehen, ausgezeichnet. Wenn sich die Lichtensteiner positioniert haben, dann ist es schwierig für den FCZ. Sinnbildlich dafür dieser Pass ins Leere von Alain Rocha. Gunnarsson sofort unter Druck gesetzt von Alphonse. Erik Hasli. Okonkwo, rechts kommt Philipp Koch mit. Seit dem 3:3 Ausgleich von Gaspar, der FC Zürich zwar bemüht, auch mit einem Lattenschuss durch Alexander Alphonse, aber ansonsten geht im Moment wenig. Bellon beim Einwurf. Der Junge, der ja zuletzt in der Nachwuchsabteilung von Aston Villa spielte. Neu gekommen ist auf diese Saison hin. Spielt regelmäßig. Diese Flanke gut von Bellon. Und Johnny Leoni diesmal sicher. Johnny Leoni, der übrigens einer von 5 Spielern ist in der Axpo Super League, der noch keine Minute verpasst hat. Also Leoni ist der Marathonmann im Team des FCZ. So, der tunesische Künstler kommt. Yassin Chichaoui. Bisher nach seiner über einjährigen Verletzungspause mit 2 Teileinsätzen in den beiden Heimspielen gegen die Berner Young Boys und gegen den FC Luzern. Heute soll er die Entscheidung herbeiführen, Yassin Chichaoui. Das Potenzial dazu hat er natürlich. Das steht absolut außer Frage. Cerone in Richtung Benjamin Fischer, aber eben nur in Richtung. Und jetzt kommt er, Yassin Chichaoui. Nach wie vor für mich Kandidat Nummer 1, um ausgewechselt zu werden, ist Xavier Machera. Ich habe es zuvor bereits angesprochen. Und jetzt wird der Wechsel vollzogen. Daniel Wermelinger zeigt an, dass der FCZ gerne tauschen würde. Das tun die Zürcher auch. Und tatsächlich Machera raus, Yassin Chichaoui rein. Yassin Chichaoui, der in der Saison 07-08, also in der letzten Spielzeit, 18 Partien bestritten hat für den FCZ. Dabei sind ihm 8 Tore und 10 Vorlagen geglückt. Also 18 Scorerpunkte in 18 Spielen. Das war fantastisch. Jetzt ist er auf dem Weg zurück. Hasli kann für einmal diesen Ball nicht stoppen. Schwierig zu nehmen. Dieser Ball, der lange in der Luft war. Chichaoui hat die Position von Machera 1:1 eingenommen im zentralen offensiven Mittelfeld. Nur noch 20 Minuten zu spielen und der FC Zürich im Moment nur mit einem 3:3 in Vaduz. Also da müssen die Zürcher noch viel riskieren in den verbleibenden 20 Minuten. Ein Unentschieden wäre zu wenig im Kampf um den Titel gegen den designierten Absteiger. Martin Büchel, der neu gekommen ist in der Pause, gewinnt viele Zweikämpfe, aber offensiv kommt von ihm nicht allzu viel. Hasli gegen Ritzberger. Werner Chalons diskutiert wieder einmal mit dem 4. Offiziellen. Diesbezüglich hat er sich etwas zurückgehalten heute Abend bisher.
Ja, Sinji Chaui mit der ersten Ballberührung. Gleich mit dem Ballverlust holt sich das Leder aber sofort zurück. Rikasli will jetzt die Bälle zugespielt bekommen von Yasin Chaui. Freistoß FCZ durch Koneka Giokonto. Gunleifson. Und eine Einmann-Mauerpost. Jetzt Hasli. Und es gibt Eckball. Zuletzt war ein Faduzza am Ball. Ja, Marco Ritzberger hat zum Eckball geklärt. 2420 Fans sind da. Und diese Fans sehen diesen Eckball von Djuric, der keine Gefahr bringt. Wo kommt vor, Chaui. Normalerweise kann er einen solchen Ball stoppen, und zwar auf brillante Art und Weise. Nicht so hier, kein Offside von Chaui. Da ist er ihm etwas weit vom Fuß gesprungen. Achtung, Steinarsson auf der Gegenseite. Das wird eine hochinteressante Schlussphase im Rheinpark. Der FC Zürich muss riskieren, der FC Zürich muss öffnen, und das ergibt Kontergelegenheiten für den FC Vaduz. Der Spielausgang heute Abend deshalb natürlich noch völlig offen. Hasli in Richtung Alexander Alfons. Chaui, herrlich auf Alfons. Alexander Alfons, der auch heute sehr wirbelig wirkt, bringt viel Schwung in die Offensive des FCZ. So, zurückkommen zum Freistoß. Dusan Djuric, Standardsituationen schwach bisher beim FCZ. Versucht mit dem Direktschuss, auch der abgefangen. Fischer auf die Reise geschickt, im Laufduell mit Philipp Koch. Das macht der 18-jährige Koch ausgezeichnet in seinem erst achten Superliga-Einsatz. Fakhreddin Galbi. Stark von Bello. Damian Bellon, herrlich, hat da Sutter weitergeleitet für Cerone. Hasli, offside Djuric. Ja, Dusan Djuric beeilt sich, weiß natürlich auch, jetzt ist die Schlussviertelstunde angebrochen. Jetzt müssen wir Gas geben, jetzt müssen wir mindestens noch ein Tor erzielen. Aber die Statistik lässt den FC Zürich hoffen, währenddem wir hier den ausgewechselten Faduzza Goli Torsten Kirschbaum sehen. Also damit zurück zu meiner Statistik. In der Schlussviertelstunde brechen beim FC Vaduz jeweils alle Dämme. Dieser Saison haben die Liechtensteiner in den letzten 15 Minuten 18 Gegentore kassiert und nur ein einziges geschossen. Also, da gibt's Hoffnung für alle FCZ-Fans. Und aus liechtensteinischer Sicht gilt es natürlich, diese Negativbilanz etwas aufzupolieren jetzt. Chaui. FC Zürich bemüht, aber Bernard Chalon verzweifelt fast an der Seitenlinie. Und Almen Abdi muss auch schon Fingernägel kauen.
zusammen mit seinen Teamkollegen Heinz Barmettler und Silvan Egerte, die alle auf der Tribüne dieser Partie beiwohnen. Damian Bellon. Wieder Bellon. Abgefangen sein Flankenversuch. Yassin Chichaoui. Wenig Bewegung in der Offensive des FCZ. Keine Anspielmöglichkeit deshalb für den Tunesier. Also es wirkt jetzt wirklich ein bisschen ratlos, was der FC Zürich da zeigt. Natürlich mehr im Ballbesitz die Zürcher. Natürlich feldüberlegen, das ist auch logisch. Aber solche Fehlpässe zeugen davon, dass die Zürcher nervös sind. Und im Moment keineswegs abgeklärt spielen. Okonkwo. Saroa in Richtung Galbi. Okonkwo. Das ist Veli Lampi. Es müsste schnell gehen. Alexander Alphonse gegen Damian Bellon. Dieses Duell in dieser zweiten Halbzeit sehr brisant, aber Bellon schlägt sich ausgezeichnet, gewinnt viele Zweikämpfe. Weiterer Eckball für den FC Zürich. Das Ganze 11 Minuten vor Schluss. Dusan Čurić. In Richtung Chichaoui und Gunnleifsson. Souverän, sehr solider Isländer, ohne Fehl und Tadel seit seiner Einwechslung in der Halbzeitpause. Da pflückt er die Flanke von Čurić aus der Luft. Gunnleifur Gunnleifsson. Immerhin 8 Länderspiele hat er bestritten für die isländische Nationalmannschaft. Er hat zuletzt auch gegen Mazedonien gespielt, als Island einen Sieg einfahren konnte in der WM-Qualifikation. Philipp Koch. Čurić. Und wieder Gunnleifsson. Da fehlt die letzte Präzision beim FC Zürich. Bernard Chaland hat vor dem Spiel alle gewarnt. Chichaoui gegen Damian Bellon. Bellon sehr beschäftigt in dieser zweiten Halbzeit. Die Flanke von Chichaoui ins Niemandsland. Natürlich auch schwierig für Yassin Chichaoui. Und er verzweifelt wirklich fast. Bernard Chaland. Okonkwo. Lanciert hier Kassli. Kein Offside, Kassli. Gunnleifsson ein bisschen komisch aus seinem Tor gekommen und deshalb kann Ruden auf der Linie klären. Nochmals die Zürcher, Chichaoui. Und ein Stürmerfoul abgepfiffen. Entlastungsfreistoß für den FC Vaduz. Da kommt die Situation nochmals. Kein Offside. Kassli war schon vorbei an Gunnleifsson und der Isländer hatte dann kaum Zeit, um ins Tor zurückzugehen. Und deshalb konnte Ruden klären nach dem Lupferversuch von Erik Kassli. Das erste Gastspiel des FC Zürich in dieser Saison. Es war am 14. September, als die Zürcher im Rheinparkstadion angetreten sind
Das endete mit einem 7:1 für den FCZ. Heute ist das alles andere als eine klare Angelegenheit. Im Gegenteil, die Zürcher müssen froh sein, wenn sie hier noch gewinnen. Gaspar in Richtung Gudmund Ursteinarsson. Zürcher verunsichert. Acht Minuten noch. Die Zeit läuft unerbittlich gegen den FC Zürich. Bruno Sutter. Fakredin Galbi. Wieder Bruno Sutter. Das ist Cerone. Klasse Spielverlagerung auf Gaspar, der völlig vergessen ging. Gaspar, das ist Fakredin Galbi und am weiteren Pfosten Benjamin Fischer, der im letzten Moment noch entscheidend gestört wird. Dann hat Schichaui etwas Platz. Erik Hasli. Alphonse. Donnie Caccio Conco. Eli Lampi kommt auch mit nach vorne. Der finnische Außenverteidiger holt immerhin einen Freistoß raus. Eli Lampi, der defensiv zwar solid spielt, aber halt eben auch in der Offensive nicht sehr viele Impulse setzen kann. Genauso wie Philipp Koch auf der Gegenseite. Also die Außenverteidiger, die sind mehrheitlich mit Defensivarbeit beschäftigt. Freistoß Okonkwo versucht erst mit einem Direktschuss. Okonkwo, naja. Sie sehen die FCZ-Fans hinter dem Tor von Gunleifur Gunleifsson. Alles andere als zufrieden und Bernard Chalant bringt Marco Schönbeckler für Erik Hasli. Verstehe ich nicht, diese Auswechslung. Hasli, dreifacher Torschütze. Auch in der zweiten Halbzeit der gefährlichste Zürcher Stürmer. Und er ärgert sich auch. Kann die Entscheidung von Chalant nicht nachvollziehen. Und ich kann Erik Hasli versichern, dass er nicht der Einzige ist. Auch für mich schwer nachvollziehbar, dieser Wechsel von Chalant. Dass er Hasli rausnimmt und Schönbechler bringt. Eigentlich müsste Chalant jetzt alles auf eine Karte setzen. Einen defensiven Mittelfeldspieler rausnehmen und den offensiveren Schönbechler bringen. Das hat der FCZ-Trainer nicht getan und er wird auch seine Gründe dafür haben. Schichaui. Das ist Alexander Alphonse und er steht im Offside. Fakredin Galbi wird von Daniel Wermelinger, dem Schiedsrichter, aufgefordert, sich wieder zu erheben. Wermelinger hat offenbar das Gefühl, dass Galbi hier auf Zeit spielt. Hier der Zusammenprall zwischen Büchel und Galbi. Aber der Tunesier steht bereits wieder. Fakredin Galbi, der heute Abend sein erstes Saisontor geschossen hat zum zwischenzeitlichen 1:1. Gelb gegen Fakredin Galbi. Finde ich ein bisschen übertrieben, diese Verwarnung. War eigentlich ein harmloses Foulspiel. Fünfte gelbe Karte gegen Fakredin Galbi. Hat also keine Auswirkungen aufs nächste Spiel, diese Verwarnung. Philipp Koch, Schichaui, Djuric will angespielt werden. Da kommt der Pass in die Fedusa. Djuric mit dem Tor. 87. Spielminute. Chalant erleichtert
Und die FCZ-Fans außer sich vor Freude, die stürmen da fast das Feld. Bejubeln den Torschützen Dusan Djuric. Super Pass von Yasin Chichaoui. Hat die Lücke gefunden. Djuric enteilt Bellon und der Schwede dann, der Gunleif vor Gunleifsson keine Chance lässt. Zum 4:3 für den FCZ in der 87. Spielminute. Da hat Yasin Chichaoui seine Klasse aufblitzen lassen mit diesem Zuckerpass auf Dusan Djuric. Hat eine gelbe Karte offenbar noch gegeben gegen Alexander Alphonse. Und das bedeutet, dass Alexander Alphonse dann am Sonntag im Spitzenspiel gegen den FC Basel nicht mit dabei ist. Und er ärgert sich auch, weshalb er hier verwarnt wurde. Alphonse ist mir im Moment noch ein Rätsel. Vielleicht bekommen wir noch die Auflösung. Sie haben gesehen, wie sehr sich Alphonse ärgert. Denn er weiß auch, es war die vierte gelbe Karte. Und damit setzt das Ganze eine Sperre ab. Ausgerechnet im Spitzenspiel gegen Basel. Für den FCZ-Torschützen zum 4:3 Dusan Djuric. Hier kommt die gelbe Karte gegen Alexander Alphonse. Was hat er dann gemacht, der Franzose? Also Freistoß Cerone, das ist Gaspar. Freistoß für den FC Zürich. Damit nochmals kurz zurück zu Dusan Djuric. Der FC Vaduz scheint sein Lieblingsgegner zu sein. Djuric hat jetzt 4 seiner 8 Saisontore gegen die Liechtensteiner erzielt. Kommt alles doch noch gut für Bernard Chalons? Es sieht so aus. Es hat geharzt, es ist nicht alles nach Wunsch gelaufen. Aber eben, wenn man solche Spiele gewinnt, dann wird man Meister. Es kann nicht immer alles von der ersten bis zur letzten Minute optimal klappen. Was zählt, sind die 3 Punkte. Chalon zeigt an, weiterhin kompakt stehen bitte. Der FC Zürich scheint sein Ziel zu erreichen. Mit viel mehr Mühe als erwartet zwar. Aber das ist den Zürchern dann letztendlich sowas von egal, wenn sie hier gewinnen. Alexander Alphonse, recht schön Bechler. Alphonse macht selbst und verzieht. Ja, da hätte Alphonse den Pass auf Schönbechler suchen müssen, der bereit stand, um einzuschieben. Das letztendlich war dann eine Zentimeterentscheidung. Ganz knapp am Tor vorbei, der Schuss von Alexander Alphonse. Regulären 90 Minuten in Kürze vorbei. Angelo Canepa pustet tief durch. Aber er scheint sich der Sache noch nicht ganz sicher zu sein, der FCZ-Präsident. 4 Minuten gibt es obendrauf. Thomas Reinmann noch eingewechselt beim FC Vaduz. Und zwar für Gaspar. Also 4 Minuten noch Zeit für den FC Vaduz, hier zum vierten Mal auszugleichen. Wir dürfen diesbezüglich noch anfügen, aus Sicht des FC Vaduz, sollten die Liechtensteiner heute verlieren und Sion morgen punkten gegen Ibe, ist der Abstieg der Liechtensteiner Tatsache. Und zwar auch rechnerisch. Philipp Koch, auch heute mit einer Reifenleistung, sehr souverän, sehr solid. Genießt das Vertrauen von Bernard Chalons, seit Florian Stahel verletzungsbedingt ausfällt. Das ist Yasin Chichaoui. Wieder ein brillantes Päschen auf Schönbechler. Schönbechler, Chichaoui, Tor! Ja!
Matthias Hinschichaui mit dem 5:3. Ein Tor, eine Vorlage, Yassin Chichaoui ist back. Und zwar definitiv. Erstes Saisontor für den Tunesier. Und die Einwechslung von Yassin Chichaoui hat sich als Volltreffer entpuppt. Er sollte die Entscheidung herbeiführen und hat es auch getan. Zuerst der klasse Doppelpass mit Schönbechler. Dann hat Schönbechler nochmals die Übersicht, den Ball in den Rücken der Vaduzer Abwehr zu spielen. Und Chichaoui vollendet letztendlich zum 5:3 via Bein von Damian Bellon. Der Ball also noch leicht abgelenkt, aber das ist Chichaoui auch egal. 5:3 durch Yassin Chichaoui und damit ist natürlich alles entschieden im Rheinparkstadion. Schaland hat Chichaoui zurück und es würde mich nicht erstaunen, wenn Chichaoui die Meisterschaft noch entscheiden würde. Dann am Wochenende im Spitzenspiel gegen den FC Basel. Schon eindrücklich. Zuerst der Superpass, der zum 4:3 durch Djuric führte und dann das Tor von Chichaoui, das er selbst schoss. Und jetzt dürfte Abdi ein bisschen lachen. Almen Abdi, der am Sonntag dann wieder dabei sein wird gegen den FCB. Und der FCZ kann am Sonntag den Meistertitel unter Dach und Fach bringen mit einem Sieg gegen die Beppi. Das weiß auch Bernard Schalanz. So, nochmals Freistoß für die Vaduzer. Gibt noch die Gelegenheit, um etwas Resultatkosmetik zu betreiben. Sutter steht bereit. Und auch Steinarsson. Steinarsson versucht und zwingt Johnny Leoni zu dieser Parade. Nochmals die Vaduzer. Ein Offside angezeigt. Und Leoni motiviert sich selbst nach dieser guten Parade, nach dem Schuss von Gudmund Ursteinarsson. Leoni, der ja bei 2 Gegentoren mitschuldig war. Wichtig für ihn, dass ihm jetzt auch noch eine Parade geglückt ist. Nochmals wird Chichaoui lanciert. Und in wenigen Sekunden ist Schluss im Rheinparkstadion. Der FC Zürich kommt zu den avisierten 3 Punkten in einem sehr, sehr spektakulären Fußballspiel. Gewinnt der FC Zürich mit 5:3. Lange hat es nicht nach einem FCZ-Sieg ausgesehen, bis Yassin Chichaoui ins Spiel kam und die ganze Partie drehte. Chichaoui mit dem Pass zum 4:3 durch Dusan Djuric und dann noch mit dem 5:3. Er ist eine Attraktion nicht nur für den FCZ, er ist eine Attraktion für die gesamte Axpo Super League und der zweite Mann des Spiels aus Sicht des FC Zürich natürlich Erik Hasli, der in der ersten Halbzeit gleich 3 Tore geschossen hat. Aber nicht alles war gut beim FC Zürich. Die Defensive wirkte in gewissen Situationen löchrig. 3 Gegentore musste man hinnehmen gegen das Tabellenschlusslicht. Das ist kein Leistungsausweis. Und diesbezüglich müssen sich die Zürcher im Hinblick auf die Partie am Sonntag steigern. Und er ist wohl der einzige Zürcher, der traurig ist heute Abend. Alexander Alphonse hat seine 4. gelbe Karte gesehen und kann deshalb gegen den FCB nicht spielen. Hier nochmals alle Torschützen im Überblick. Erste Halbzeit 3-mal Hasli für den FCZ, dazu Galbi und Steinarsson für Vaduz. Dann Gaspar zum 3:3 und letztendlich dann in der 87. Minute Djuric zum 4:3 und Chichaoui in der 90. zum 5:3. Jetzt wollen wir mal hören, was Bernard Schalland zu diesem Spiel zu sagen hat. Er wird erleichtert sein, da bin ich sicher. Gebe deshalb runter zu Arne Schwager. Bernard Schalland, lange hat es so ausgesehen, als könnte der FC Zürich nur einen Punkt mit nach Hause nehmen aus Vaduz. Beschreiben Sie Ihre Emotionen in diesem Moment. Ja, das war ein wenig ein verrücktes Spiel, können wir sagen. Vaduz hat alles probiert, mit Offensive viele Risiko genommen, viel Effizienz, sehr schöne Tore. Wir haben in dieser Situation nicht sehr, sehr gut gespielt in der Abwehr, weil Standardsituation, wir waren nicht gut. Offensiv, es ist klar, es war viele Möglichkeiten für uns, weil es war immer Raum, weil Vaduz wollte gewinnen und hat alles gemacht. Am Ende können wir zufrieden sein. Das war nicht einfach. Basel hat nur 1-0 gewonnen hier, auch mit Problemen.
Und ja, heute vielleicht haben wir noch einen Schritt gemacht, mit Schmerzen. Wir haben ein wenig gezittert, das war nicht perfekt, weit. Nein. Aber man muss noch besser machen. Aber ja, die drei Punkte, in dieser Zeit drei Punkte. Die Fußballschweiz schaut jetzt natürlich auf das Duell gegen Basel am nächsten Wochenende. Wie hoch schnellt Ihr Puls schon, wenn Sie daran denken? Ja, es ist klar. FCZ, FCB jetzt für den Titel, das gibt ein super Spiel. Aber klar für mich, man muss klar besser spielen, um einen Sieg gegen Basel zu haben. Aber heute, das war nur Vaduz, jetzt müssen wir sehr, sehr gut erholen, weil das hat gekostet Energie heute Abend sicher. Und man muss gut erholen und auch ein wenig analysieren und besser machen am Sonntag. Dankeschön. Da hat Bernard Chalon zweifellos recht, dass am Sonntag eine Leistungssteigerung her muss. Alexander Alphonse bekommt aufmunternde Worte von Onyekachi Okonkwo. Alphonse hätte so gerne gespielt gegen Basel. Das darf er jetzt nicht, weil er die vierte gelbe Karte gesehen hat. Die Enttäuschung steht ihm ins Gesicht geschrieben. Und der FC Zürich kann am Sonntag alles klar machen mit einem Sieg gegen Basel. Dann sind die Zürcher Schweizer Fußballmeister. Bitter natürlich diese Niederlage für den FC Vaduz, der aufopferungsvoll voll gekämpft hat. Und der Trainer dieser aufopferungsvollen, kämpfenden Mannschaft steht jetzt unten bei Anne Schwager bereit. Es ist Pierre Littbarski. Pierre Littbarski, dies ist die siebte Niederlage in Folge für den FC Vaduz. Schmerzt diese noch ein bisschen mehr, weil es doch bis zum Schluss so knapp war? Die schmerzt, aber auf der anderen Seite bin ich nicht traurig, weil ich natürlich... Weil wir heute klasse Fußball gespielt haben. Wir sind wieder zurückgekommen nach Rückschlägen und haben dann in der 86. glaube ich 4-3 bekommen, als wir dann auf Sieg gespielt haben. Die Leute haben hier ein klasse Spiel gesehen und das war Werbung für die Axpoli. Hätte man vielleicht schon früher in der Meisterschaft so offensiv mal versuchen zu spielen sollen, wie man heute... Ja, natürlich, klar. Jetzt sind natürlich immer Kräfte freigesetzt, wenn man den Klassenerhalt vermutlich nicht mehr schaffen kann. Und da spielen die Spieler natürlich anders. Aber das ist der Fußball, den ich spielen möchte. Ja. Traut man sich jetzt gegen Bellinzona am nächsten Wochenende auch einen Sieg zu, nach dieser Leistung von heute? Ja, es war eine tolle Leistung. Die Moral stimmte. Es wurde gut Fußball gespielt, was ich in den letzten Wochen vermisst hatte. Es wurde klasse gespielt, tolle Kombinationen. Und mal gucken, was wir gegen Bellinzona machen. Dankeschön. Der FC Zürich gewinnt also da in Vaduz mit 5-3. Und Basel gewinnt ebenfalls, nämlich 2-0 die Heim gegen Luzern. Das Fernduell zwischen den beiden Clubs geht also heute unentschieden aus. Morgen spielt GC gegen Aarau und noch zwei Matches haben wir natürlich auch noch live für Sie auf Teleclub, nämlich Xamax gegen Bellinzona auf dem 2 und IB gegen Sion auf dem 1. Los geht's am 20:08. Hintergrundinfos zu allen Match-Videos und Seitengeschichten, das alles finden Sie bei uns auf dem Internet auf www.teleclubsport.ch. Ich wünsche Ihnen jetzt noch ganz einen schönen Abend und danke fürs Hineinschauen. Ade miteinander. Die Axpo Super League mit Sporttipp, Mobilezone, Spar, Pepsi und Axpo.